37 Nachwuchsbeamten zur feierlichen Vereidigung. Ich schwöre, dass ich mein Amt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Sehr schnell, wie hinter dem Fernseher es dann auch anfängt zu brennen. Es geht es darum, dass Sie natürlich auch schnell handeln. Was müssen Sie jetzt machen? Die 112 für die Feuerwehr anrufen. Sie werden jetzt alarmiert aus der Feuerwache. Das Feuer ist sehr warm, der Rauch ist sehr, sehr dicht. Alle Leute rennen da raus und wir als Feuerwehrleute gehen da rein, um da zu löschen, um da Menschenleben zu retten. Und werden jetzt erstmal die ersten Flammen niederschlagen, damit die Temperatur in dem Raum sich ein wenig abkühlt. Die Gefahr einer Durchzündung natürlich auch nicht mehr. Die typische Formation, mit der wir auf das Stichwort Verkehrsunfall ausrücken. Ein Löschhilfeleistungsfahrzeug, das ist hier ein bisschen älteres Modell, und ein Rettungswagen ist heute ebenfalls ein älteres Modell. Eine Öffnung bereitet durch die hintere Klappe, werden die Einsatzkräfte jetzt in das Fahrzeug. Die braunische Schere hier durch den Ahorn durch, als wäre er Papier. Ist auf der Krankentrage verlassen. Heute unser System Katwan offiziell in Dienst stellen. Ein System, mit dem Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, die Möglichkeit haben, schnell informiert zu werden. Und zwar Postleitzahl genau, wenn es ein Problem gibt. 3, 2, 1 und... Wahnsinn, das hatten wir tatsächlich hier noch nicht. Wir hatten immer mal ein Motorradar einer Hilfsorganisation, aber so eine komplette, ja, fast Staffel an Motorrädern. Sie sehen hier der Höhenretter, der sich ja aus dem 5. Obergeschoss schon abgeseilt hatte, ins 4. Dort hat er einen Verletzten aufgenommen und diesen Verletzten bringt er jetzt die Füße aufs Fensterbrett, lehnt sich nach außen und dann kommt er nach unten. Der letzte Höhenretter, der letzte Verbliebene, ganz artistisch. Auch das kann nötig sein, das ist nicht nur Spielerei, sondern tatsächlich kann es auch mal notwendig sein, dass sich ein Höhenretter kopfüber in einen Schacht ablässt, um dort zum Beispiel an eine hereingestürzte Person arbeiten zu können.